Was war das? 1,24? Da werden wir jetzt sehen, was mal rauskommt. Also was ich für eine Zeit brauche. Ah, ist egal. Nicht dein fucking Ernst! Nicht dein Ernst! Oh, 0,04 Sekunden haben mir gefehlt! Oh, das ist doch nicht dein... Alter! Ach, komm ey! Das hättest du mir aber noch gönnen können. Gönnen können! Dann war das gar nicht so schlecht, was ich hier fabriziert habe. Ich versuche das jetzt einfach auf die gleiche Weise nochmal und hoffe, dass ich irgendwie besser fahre. Das war nicht so gut, aber es hat mich nicht ausgebremst, das war schön. Weggemacht. Böse, böse. Die habe ich wiederbekommen. Yo! Ist klar. Neuanfang. Warum dürfen die anderen eigentlich vor der Startlinie starten? Also nach, also dahinter, also da, also schon da drüber gefahren starten. Das ist unfair. Nun kommt durch das Ding durch. Oh, nicht schlecht. Verzieh dich! Ich hasse deine Dreckskarre. Diesmal habe ich sie nicht bekommen. Das fehlt mir bestimmt am Ende. Da muss ich jetzt ein bisschen auf Risiko fahren. Die habe ich, glaube ich, alle bekommen. Rechts dran vorbeifahren. Wow, wow, wow. Das war auch nicht so gut. Komm. 17, 18, 19. Oh, yes! Obwohl ich eine Kiste weniger hatte. Aber wir haben es geschafft. Yay! Okay. Eieiei. So. Den nächsten Warp Room werde ich in dieser Aufnahme auf jeden Fall nicht komplett fertig machen. Ja, ist gut. Ich werde jetzt erstmal abspeichern. Ach so, wir wollten ja noch das Alien-Schild machen. Ich werde erstmal abspeichern. Und dann machen wir noch das Alien-Schild, genau. Das wird nämlich auch nicht. Wird, glaube ich, nicht so toll. Ich weiß gar nicht, ob wir dann aus dem unteren Warp Room da drauf zugreifen können.
Oder ob das einfach ein verstecktes Level ist. Weil ich weiß nämlich nicht, ob es da zwei Edelsteine gibt. Einmal zum Erster werden und einmal für alle Kisten. Kann natürlich auch sein, dass es überhaupt keine Kisten auf der Strecke gibt. Ich weiß es nicht. So. Wo ist das Alienschild? Ich glaube, das war relativ am Anfang auf der linken Seite. Ich glaube, bei einer Tankstelle auf der linken Seite irgendwo. Muss man einfach nur gegenfahren. Und in einem dieser Dinosaurier-Level, ich denke mal in dem zweiten, da. In dem zweiten müssen wir noch in den Dino reinlaufen. Da bin ich, weiß ich aber auch nicht ganz genau, welcher das ist. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Aber ich glaube, ich bin jetzt hiermit noch ein bisschen beschäftigt. Ach, das ist ein Jetski-Level. Ist das das große? Oh ja, es ist das große. Da kommt man aber von unten dran, oder? Ja, wir holen hier erstmal alle Kisten. Da sind wir nämlich genug mit beschäftigt, weil das ist ein riesiges Teil an Level. Also, das ist riesig. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt einfach alle Kisten krieg. Das ist schon ein Checkpoint, den möchte ich ungern jetzt schon nehmen. Da will ich lieber noch ein bisschen hier... Ich habe die überhaupt nicht berührt. Ich hier erstmal... noch ein paar Kisten holen, bevor ich den da hinten einsammle. Meine Uhr hat mich gerade erschrocken. Ich habe so eine Flip-Uhr. Und die knackt immer relativ laut, wenn die Stunde voll ist. Ja, und da habe ich mich gerade ein bisschen vor erschrocken. Das wird hier auch noch ein Spaß, dort auf Zeit zu machen, das sage ich euch. Da komme ich noch nicht dran. So, jetzt der Checkpoint. Wo war der? Da. Da habe ich ihn gesehen. So. Und die hätte ich vielleicht auch noch mitnehmen können. Naja. Oh, vorbeigesprungen. Heieieiei. Oh, da ist ein Hai. Heieieiei. Schwimmt der denn lang? Bäh. Okay, das können wir auch holen. Man kann dieses Level auch in 19 oder noch weniger Sekunden abschließen. Allerdings muss man dann die Wellen perfekt ficken, ey. Hätte ich doch lieber den einen Checkpoint schon geholt. Muss man die Wellen vorne am Anfang, wo die Nitro-Kisten stehen, perfekt
treffen, dann kann man nämlich über die Nitro-Kisten drüber springen. Das ist möglich. Aber wie gesagt, man muss sie perfekt treffen. So wie ich jetzt gerade die Nitro-Kiste getroffen habe, muss man halt die Welle perfekt treffen. So. Dann machen wir das hier nochmal. Das hier. Diese Kiste. Und da war hier drüben noch irgendwo was. Genau, bei dem Fisch. Und hier war noch eine. Ich glaube, das geht einmal um diesen Vulkan in der Mitte drumrum. Ist das hier Hot Cocoa oder was ist das? Ich weiß nicht mehr. Das war gut. Okay, dann nehmen wir erstmal noch die hier. Okay, Checkpoint. Sehr schön. Habe ich hier die beiden Kisten geholt? Ja. Ich glaube, Masken gibt es ja auch überhaupt gar keinen Level. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich mich täusche. Okay, die kann man... Ah, das eine unter Wasser. Dann holen wir hier den Dreier direkt. Nicht drei. Hä? Habe ich die nicht bekommen? Ja, für ein Gerücht halte ich das aber hier. So. Aber wenigstens habe ich die unter Wasser geholt. Das ist gut. Was ist hier? Ah, da ist die Nitro-Kiste. Das ist schön. Wow! Ich dachte, du wärst langsamer unterwegs. So, wo ist denn, wo war denn, wie viel haben wir überhaupt? 36, oh Gott, wir haben es hier Hälfte. Okay. Nitro-Kisten habe ich kaputt gemacht. Aber die eine Kiste habe ich, glaube ich, nicht gekriegt. Was? Ich bin da doch... Ich bin dann durchgesprungen. So. Die haben wir jetzt aber gekriegt. So, jetzt muss ich mal gucken. Oh, der kommt mir gelegen. Das ist schön. Okay. So. Ich meine, da vorne wäre noch irgendetwas gewesen. Wo das gewesen ist. Hier, genau. In Neuss. Saarbrücken. Gewitter. So, aber das hier, hier war wieder so ein oller Fisch, ne? Holla die Waldfee. Da war, knapp war das. Ah, aber die drehen ja wieder um. Seid ihr denn bescheuert, oder was? Was hier? Hab ich schon. Gut. Sind wir schon einmal rum?
Oh, das ist die Checkpoint. Dann holen wir uns direkt erstmal. Dann muss ich nochmal gucken, ob hier hinten was war. Nee. 64, nur 6 Stück. Was ist das? Nein, ich... Ah. Da ist noch eine. Drei. Die waren noch... Oder war das die, die ich nicht holen konnte? Oh nein! Ah, jetzt fehlen mir welche. Das ist ja super. Ich freue mich. Toll. Jetzt hätte ich gern einen Sparks oder sowas. Ich muss hier alles nochmal abfahren, ey. Wo ist diese... Wo sind diese drei Kisten? Bitte. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Ja, ja. Ihr habt das bestimmt gesehen, wo ich die verpeilt habe. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass ich was in der Luft sehe, aber da ist überhaupt nichts. Nur mal ein Fernseher, der dreckig ist oder so. Ist halt auch so ein ätzend großes Areal, ne? Wo seid ihr? Ey, ich bin jetzt nochmal hier rumgefahren und die sind einfach nicht da. Ich schneide mal hier und melde mich zurück, wenn ich die gefunden habe. So, ich wollte gerade schon aufgeben, weil ich bin jetzt schon wieder nochmal, also ich bin nochmal um diese Kackinsel drumherum gefahren, aber ich habe es gefunden und zwar ziemlich nah am Anfang, glaube ich jedenfalls mal. wenn man hier irgendwie weiter düst, dann ist hier so ein Tee. Oder sowas. Und da sind die. Also es war gar nicht so weit vom Anfang weg. Ja, das sind die, die sich so bewegen, genau. Und dann müsst ihr hier hinten direkt eigentlich irgendwo... Da. Ziemlich am Anfang war es. Da war ein bisschen... Weiß ich nicht. Ich wollte schon aufgeben. Konnte ja sein, dass da irgendwie was nicht richtig geladen hat oder so. Aber gut. Hot Cocoa. Kommen wir da nicht von unten? Da muss ich jetzt aber mal gucken. Nee, Ski Crazed. Ah, okay. Das ist nochmal... Sky? Ski? Sky? Ski? Ski.
das ist nochmal ein anderes Level. Ich dachte, das wäre Hot Coco gewesen. Okay. Okay. Na gut. Dann macht das für mich auch Sinn. das auf Zeit mache ich jetzt aber nicht mehr. Das mache ich dann beim nächsten Mal oder so. wir können uns nochmal angucken, was als nächstes auf uns zukommt. Denn wir haben hier einmal Sphinxinator. Und zwar sind das hier so Ägypten-Level. Bye-bye, Blimps. Das sind auch so Level, die ich nicht mag, diese Flug-Level. Tell No Tales, noch ein Wasser-Jetski-Level. Future Frenzy, das mag ich eigentlich ganz gerne. Und noch ein Ägypten-Level Tomb Raider, beziehungsweise Tomb Raider. Ich muss immer, weiß nicht, ich habe das früher so oft gesagt, ich habe früher immer so oft Tomb Raider, also Tomb Raider gesagt. Und das geht einfach nicht aus meinem Kopf raus. Was hat jeder gesagt? Und das ist seitdem irgendwie in meinem Kopf drin. Ich muss dann erst einmal denken, nein, das heißt nicht Tom, das heißt Tomb. ja. Aber gut, dann hoffe ich mal, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal dann, ja, wiedersehen werden. Tschüss!